seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year. Turn and change just like your mind. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. Another season. Not for long, just a time. Just like another season. Maybe this time next year. Like a never fading whisper in the breeze. Oh, we will keep on changing all over again. Yeah, we will keep on changing. Just like another season. Don't want another day. So, Zeit für Sims. Hallo. ja.
bin wahrscheinlich der einzige Streamer, der seinen einzigen Streamstart immer verschläft. Grundsätzlich. Hier war es jetzt allerdings ein anderes Problem. Ich war gerade mit den Hundis unterwegs noch. Diejenigen, die letzten 12, 13 Mal dabei waren, 12 Mal, wissen, was für ein Puddelmuddelhaushalt wir haben. In dem einen relativ, ja, ich sage jetzt nicht stressiges Spiel, aber doch forderndes Spiel, Space Base Tartopia, gehen wir zum nächsten über. Wir versuchen unseren Haushalt zu schmeißen. Muss dieses Loot killen. So, den Haushalt nehmen wir. Chillenbild, lasst uns gemeinsam schwitzen. Ist denn eigentlich schon irgendwer da, den man begrüßen könnte? Sag mal Hallo an alle. Eisbaby ist da, Ballone ist auch da. Ja, cool. So muss das. Schade nur für deine hundert heißen Luftballons, die du mitgeschickt hast, Ballonhead, dass die jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr dabei sind. Die hätten jetzt auch noch einiges an Spaß gehabt. Geräusche aus deinem Zimmer. Seltsame Geräusche womöglich noch. Ah, Maxi ist da. Grüß dich. So, das Telefon machen wir mal lautlos. Da habe ich keinen Bock drauf. Die sind alle am Knacken, nur Schuhe nicht, warum auch immer. Oh. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Wir hatten doch hier versucht, einen Keller umzubauen für einen Butler. Richtig, wir hatten ja noch keinen Butler. Und dann ist in der letzten Folge was passiert, was dann dazu gesorgt hat, dass wir aufgehört haben zu spielen. Wir haben hier alles hier unten verkauft. Und ich hatte so eine Kurzschlussreaktion, habe ohne zu speichern und beendet. Ich hätte einfach nur im Baumenü das Ganze hier im Baumenü einfach den Undo-File wieder machen müssen und dann wäre alles wieder da gewesen. Da habe ich echt nicht dran gedacht. Okay, also wir haben ein bisschen Zeit verloren gehabt, das letzte Mal. Neue Reise, neues Glück. Alle sind am Schlafen. Bisschen zu früh, ne? Bahira. Ah, Gibbs. Stell dir mal vor, du hättest einen Opa, der Rastas hat. Ja. Dankeschön, Balloon. Ja, Schuh muss 10 Stunden zu arbeiten. Und mein Monkey ist Promi-Level geschunken. Ah, guck mal. Die Zeit, die wir im letzten Stream verpasst haben nach dem Fauxpas meinerseits, ist eigentlich, dass ich unsere liebe gute Lisa
Okay, du musst jetzt doppelt leiden. Du musst nochmal aufs Laufband. Die muss nochmal aufs Laufband. Ich freue mich. Komm her, wecken Sie mal. Okay. Ja, wir müssen unseren Ron mal füttern. Der ist kurz vorm Verhungern. Nimm den Harry gleich mit. Darf heute der Herr Monkey mal die Promi-Aufgaben machen? Promi-Aufgaben? die Kinder züchtigen. ja, doch. Kinder züchtigen kann man schon sagen. Ach was, Herr Monkey ist traurig, weil er kein Promi ist. Seit wann hatten wir solche Ansprüche? Ganz was Neues, ey. Wie, warte mal, ich muss dafür runter. Essen geben an Ron. Ja, was geben wir dem denn? Und ich habe nur einen Stuhl. Warte, das geht nicht. Ich hatte doch mal zwei, ne? So. Und das muss der Monkey übrigens machen. Essen geben an. Hallo? Menü? Spiel? Was ist denn jetzt los? Essen geben an Harry? Das scheint zu gehen. Ach, der Butler, der mischt sich auch ein. Okay, ich verstehe. Okay, Papa Schuh hält ihn fest. Irgendwie machen die gerade, was sie wollen. Den Butler tun wir entlassen.
Okay, der kleine Ron ist glücklich. Na, guck mal, Harry kann auch endlich essen. Sehr schön. Die erzählen gerade, wie wir aufs Klo gehen. Es wurde bereits ein Butler engagiert. Ich hab den doch entlassen, oder? Warte mal. Müssen wir anders machen. Wir müssen den direkt kündigen oder so. Anlage ist kaputt. Ja, darfst du mal reparieren, Schuh. Tja. Dieser lass mal weiter trainieren. Gut. Der Butler ist weg. Wir können uns den nächsten holen. Es muss endlich mal jemanden sein, der zu uns passt. Was erzählst du da, kleine Fratz? Wir müssten für den Butler noch ein kleines Räumchen bauen. Ja, und Schuh müssen wir nochmal malen lassen. Nee, doch, haben wir schon. Oh, Mädel. Wir duschen. Ja, Moment. Wir nehmen eine nachdenkliche Dusche. Wäre besser. Oh, das ist. Die Oma ist cool. Die behalte mal. Die hat Rückenschmerzen. Wer ist das eigentlich? Oh, was ist ein Name? Guadalupe Guerra. So, so. Sprechen beibringen. Komm, wir bringen ihm erstmal Sprechen bei. Oh, Pelzwa, Kazoi Traben, Bogna Fran. Huh? Echt? Tanzt ihr jetzt hier? Alter. Ja, Lisa, du bist noch nicht fertig. Wenn wir jetzt... Wir sollten auf jeden Fall dem Butler mal eine Wohnung errichten. Ohne dass irgendwas kaputt geht dann später.
Noch haben wir genügend Geld. Letzte Woche haben wir relativ großzügig erweitert. Das können wir uns heute nicht erlauben. Nicht wirklich. Lisa kommt nicht zum Schreiben und Schuh ist immer mit Maximum Level bei Malle. Malle Beruf. Torbeset Che. Abuhul Ghoul. Freezok. Crint. Freezok, Mobsy. Manieren? Oh, das müssen wir im Ron auch nochmal machen. Drei Stunden bis zur Arbeit, dann können wir das mit dem Bille malen vergessen hier, Schuh. Ein Brötchen können wir ausmachen. Ja. Grenoy, Barsk, Palka, Pinar. Link to Trebane. Pelzwa. Kazoy, Traben. Ich hatte ein Level up, der Harry. Yips. Link to Trebane. Chow Tokibo. Sika. Man hat echt einen Ron bitte hingelegt zum Schlafen, ne? Und mehr träumen. Ja, kokett fühlen ist nicht gut. Gut, Lisa, geh mal duschen, dann machen wir gleich weiter. Ja, komm, geh duschen. Passt schon. Das ist eine coole Omi. Der Name ist komisch. Nein, Schuh, geht auf Arbeit. Ah, verdammt. Dann gehen wir den mal fleißig arbeiten lassen. Dass der uns so schnell wie möglich wieder... Level, warte mal. Wie viel Karriere-Level gibt es denn eigentlich? 5, 6?
Jetzt, Moment mal, Lisa, Lisa war doch duschen. Warum ist das so weit nach unten gefallen? Das ist Mist, ne? Reden wie ein Pirat. Bei zum Training ermutigen. Wo ist Reden wie ein Pirat? Reden wie ein Pirat. Ich finde das jetzt nirgends. Mit Lisa boxen. Ist das nicht schon abgeschlossen? Ne, abgeschlossen ist... Ah, verdammt. Wie viele Schulden haben irgendwie will Lisa nicht. Komm, wir müssen die mal. Müssen die mal vom Laufband runter zwingen. Stinkt wie alte Socke. Was macht denn der? Echt? Ja, ich muss mal gucken, wie sie alle heißen. Ron und Harry. Was ist denn der da draußen jetzt rumgewatschelt? Wir müssen für den Butler noch was bauen. Oh Gott, ich schieb das schon die ganze Zeit hinaus. Wir müssen jetzt mal einen Butler ein Räumchen erstellen. So leid es mir tut. Dann gehen wir mal in den Keller.
Bauen wir noch eine Tür. Hm. Nehmen wir so eine. Noch groovigere Steine. Was ist das denn? Steine, die grooven. Hä? Was ist das? Stellen wir jetzt noch ein Bett rein, dann ist gut. Aber das ist ja, das ist eine Dame. Komm, wir kaufen der Dame mal ein schöneres Bett. Einzelbett mit Stauraum. Ja. In die Mitte rein, dann noch eine schöne Kommode. Nehmen wir die hier. Stellen wir eine Uhr rein oder hängen wir eine Uhr rein? Butler muss immer pünktlich sein. So, da muss eine Uhr rein. Deckenventilator. Musst du nicht. Ist das Teppich? Das ist so ein Teppich. Das ist ein Tierbett. Okay, Pflanze. Bepflanzte Kartenkübel. Ein Butler mit Kräutergarten als Hobby. Oh ja, das wär's. Da brauchen wir jetzt aber noch eine gescheite Lampe dafür. Nee, gescheite Wandlampe. Grelle Lampe, nackte Wahrheit. Muss eine Deckenlampe sein. Lampe. Die in die richtige Richtung leuchten natürlich. Komm, machen wir es so. Fertig. Ich hatte so einen schönen Pflanzenkübel das letzte Mal in der Hand gehabt. Ich weiß nicht mehr, wo der ist. Ach, so ein Bäumchen. Komm, wir stellen so ein Bäumchen rein. Ja. Da stellen wir noch was auf die Kommode drauf, dass es hübsch aussieht hier. Bilder dranhängen. Haben wir noch Bilder da? Wir haben doch bestimmt noch Bilder da, oder? Schönes Landschaftsgemälde reinsetzen. Okay. Müssen wir in den Live-Modus gehen.
abschließend für jeden außer Butler. So, hier darf nur der Butler rein. Irgendwie zu steril das Ganze. Müssen wir irgendwann mal wohnlicher machen für einen Butler. Unsere Butlerin. So. Schuh ist müde. Nee, stimmt so nicht. Noch nicht. Stimmt so nicht. Multiplayer-Spiel spielen, machen wir. Komm, wir spielen mal mit Herr Monkey und unserer Butlerin. Was ist mit Ron los? Das ist traurig, warum? Oh, weil er stinkt. Wo ist unsere Butlerin hin? Da. Um Bart bitten. Geht nicht. Muss ich Mama mal drum kümmern. Und tun jetzt mal baden. In Schaumbad baden auf jeden Fall. Lokus benutzen. Dann tun wir noch was essen. Was ist denn eigentlich mit den beiden? Ja, der andere stinkt nur. Der andere ist nur müde. Und eingeschlafen. So erledigt sich auch das Problem. Was ein Dreckspatz. Also Lisa, komm, du hast verloren. Fertig. Geh jetzt mal den kleinen Stinke waschen. Boah, so eine riesen Badewanne für den kleinen Fratz. Und die Wanne gleich so voll machen. Bisschen zu viel Wasser, hä? Der hat ja damit zu tun. Der muss nur wegflitschen und dann, ne, also. Ein brabbelndes Kleinkind kann nicht schwimmen. Deswegen sollten wir bei so einem kleinen Kind nicht höher als so viel Wasser machen. Und selbst da können sie ertrinken. Wenn sie da und wegflitschen. Deswegen immer dabei bleiben. Im Hochwerfen angezogen. Das ist die perfekte Mama, ja. Oh, boom. Der Einzige, der es noch nicht hat, ist Schuh, oder? Die Kleinen feiern das noch nicht. Ja. Ist der jetzt echt energiegeladen? Yumbala!
Jetzt will der kleine Ron tanzen. Ich glaub's ja nicht. Na gut, lass mal. So, und wenn die Lisa dann gegessen hat, lassen wir sie noch ein bisschen laufen. Lass uns die Ansicht gerade mal da. Und dann melde ich mich mal kurz ab, bin gleich wieder da.
Ach was. So, ich bin zwar jetzt wieder da. Aber wieso macht hier keiner was? Hat sich Lisa wirklich hingelegt und schläft jetzt? Ah, lieber. Einmal nicht da, lässt mir sie allein, ne? Und dann machen sie nicht das, was sie machen solle. Sauhaufe. Sauhaufe echt. Ach, guck mal. Haben wir das Schuh aufgestiegen oder was? Auch ein Ende. Ja, befördert zu Schmiere von Wasserfarben. Alles klar. Nee, Schuh, noch nicht schlafen. Nein. Hier hingehen. Wir tanzen mal mit Frauchen. Was habe ich da eigentlich angeklickt mit auf Tuchfüllung gehen? Tanzen, oder? Was macht ihr? Oh nein. Sollen doch tanzen. Weiß schon, was sie machen. An dieser Stelle blenden wir aus. So kann man auch die Spaßleiste relativ schnell hochbringen. Okay. Gut, dann gehen wir essen. Köstliche Schmaus zu brennen. Können wir eigentlich machen, ne? Nachdenklich duschen und dann noch mal ein paar Bilder fertig malen. Hoffen wir, das schafft 3 Stück, bevor er ins Bett fällt. So, Lisa, du gehst baden. Okay. Da hauen wir es dann gleich wieder aufs Laufband drauf. Bin so gemein. Er ist aber selber dran schuld. Die hat sich so voll gestopft mit Kuchen. Letzten Tage. Die hat so schwer zugenommen. Was? Ich verschwinde aus dem Rampenlicht.
Das geht ja mal gar nicht, ey. Harry ist immer voll der Stinker und der Ron ist immer voll der Verfressene. Unglaublich. Liegt wahrscheinlich dran, weil das, weil, ja, oder? Genau. Ron ist ja Alien, dass er wahrscheinlich einen höheren Energieverbrauch hat. Deswegen mehr essen muss. Hast du gerade Flammen da unten gesehen? Alter Schwede, ey. Hat's gerade unter der Kloschüssel gebrannt. Stell ich mir gerade so bildlich vor. Sitzt auf dem Klo. Hast keine Ahnung was gegessen. Mächtige Dämpfe umschweben, umwabern die Kloschüssel. Es kommt zum Funke und. Gott. Und du hast eine kleine Explosion. Hier den Moppelschuh können wir auch mal rennen lassen, oder? Langsamer. Stunden müssen wir darauf achten, dass der uns nicht zusammenklappt. Cool. Ich habe jetzt irgendwo der Vape hingestellt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ah, wo habe ich den jetzt hingestellt? Was mit dem Chat? Ist der eigentlich eingeschlafen? Hm? Wo seid ihr? Chat ist eingeschlafen. Nö, nicht eingeschlafen? Ja, dann passt so. Lass mal den Herr Monkey mal wieder eine App oder sowas programmieren.
Du musst auch mal wieder was tun. Und Schuh hat nur noch 2 Stunden Zeit. Das schafft er nicht. Das schafft nicht diese 3 Bilder. Heute nach Aufträgen sucht, tut er mir mal den Ron wecken. Ah, Schuh hat ein Meisterwerk fertiggestellt. Ron? Bist du Ron? Ja. Ron wecken und dann Ron was zu essen geben. Ich wäre mal für Apfelmus. Ich glaube, ich lege den Schuh jetzt erstmal schlafen. Der fällt mir in eine Dreiviertelstunde um, ey. Dann in die Instagram-Story posten und dann ab ins Bett. Also wieder im Rampenlicht ist. Aufhören! Ey! Final 64 Follower. So. Der Herr Monkey müsste doch mal zu langsam den Ron wecken, oder? Ah, da ist er. Da ist er, ja. We sit in a row. Oh, Gosha. Gosha ist sowas. Komm schon, aufstehen. Hätten ja auch hochheben können, mitnehmen können, ne? Find's halt echt trollig, dass der mitten in der Nacht mit der Sonnenbrille rumrennt. Und rumstolziert, als ob er nichts sehen würde. Ja, mal. Habe ich noch nie gesehen. Ich bin mal gespannt, wie der jetzt da runterwatschelt. Genau das dachte ich mir. Genau das dachte ich mir. Cool. Wir nehmen einen Auftrag an, der viel Geld bringt, aber auch nicht so viel Zeit kostet. Was macht man da? Bieten Kunst, suchen Programmierer. Ich glaube, das braucht viel Zeit. Komm, das machen wir auch. Und der kleine Ron kommt da jetzt den Stuhl alleine hoch? Thank you.
Hat der jetzt den Teller stibitzt? Das ist ja mega. Was stibitzt der den Teller? Setzt sich auf die Couch? Und schlabbert auf der Couch das Essen. Ein bisschen weg war's. Okay, dann hol dir mal das Apfelmus. Ja, ich. Da brauchen wir natürlich noch wieder den Herrn Monkey dafür. Okay. Der wird aber schnell satt. Windel benutzen. Kann der sich selber die Windel wechseln? Nee, der kann. Ha, nee, der kann aber in die Windel reinmachen. Jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das. Machen wir Ron, machen wir Herr Monkey auch mal zum Betreuer vom Ron. Unser Alien-Baby. Der arme Schurz austragen müssen. So, und Fräulein Lisa lassen wir weiter laufen. Ich bin unsere Butlerin, ist die gestorben? Ne, da ist sie. So, wie machen wir das jetzt? Warte, das geht glaube ich mit dem Töpfchen anders da. Beibringen aufs Töpfchen zu gehen, Ron. Da sollen wir selbstständig aufs Töpfchen gehen lernen. So, und wenn du das hast, Herr Monkey, dann dürftest du mal an deinem Job weitermachen. Na, guck mal, Harry ist aufgewacht. Der hat nur Schalk im Nacken. Dieses freche Grinsen, ne? Ja, ja. Also. Hansel. Abraic, Hansel. Good to know.
Ja, warte mal. Wie mache ich das? Baden. Harry war's. Oder macht das jetzt die Butlerin? Ne, die macht das nicht. Die macht das nicht. Du bist eine ganz böse Hexe. Sie ist gemein. Okay. Gab's da nicht irgendwo auch mal die Yogamatten? Wir suchen mal Yoga. Genau das meine ich. Darf hier nicht rein? Doch, da. Hier können wir Yoga betreiben. Yoga im Wohnzimmer. Aber da gab es noch mehr, gab noch mehr sportliche Betätigung. Wo waren das? Bei den Hobbys? Hocker der inneren Einkehr. Na, das war das mit dem Wellness jetzt so. Können wir aber auch noch hinzufügen, ne? Wo hätten wir dafür Platz? Hier hätten wir Platz dafür. Hätten wir hier noch Platz dafür? Gut. Haben wir es doch schon. Wer kümmert sich jetzt um den kleinen Ron? Der Monkey ist doch angewiesen worden, ne? Nee, Harry. We sit in a row. Oh, Gosha. Wird er jetzt endlich gebadet? Mann. So, jetzt lassen wir Schuh mal leiden. So. Wir müssen aber noch was malen, ne? Lass mal Schuhe erstmal was fertig malen.
Genug Training für heute, Schuh. Eine 5 Minuten auf dem Laufband, der Schuh. Wie ein Elch. Wie in echt. Oh, ich würde gerne mal sehen, wie die zusammen tanken. Tanzen natürlich. Jetzt überhaupt, können die zusammen tanzen? Nee, ne? Ron hat Level 3 der Bewegung erreicht. Ja, aber Harry will was essen, ne? Das ist doch Harry, ne? Nee, das ist Ron. Wir haben die Bilder hier fertig. Dann könnte man, was könnten wir mit dem Schuh jetzt treiben? Genau. Lassen ihn das Bild fertig malen. Dann lassen wir ihn meditieren. Wie kann man beim Yoga machen schmutzig werden? Alter Schwede. Kleine Hawaiiane. Komm, wir gucken mal die Fähigkeiten an. Denken. Die müssen mehr spielen, die beiden. So, das macht er jetzt mal. Soll jetzt mal ein bisschen spielen. Formen geht nicht. Und du musst stapeln einfach. Oh.
Oh, guck mal, Lisa hat abgespeckt. Check. Sollte die Schuhe noch nachmachen. Sehr schön. Die fangen jetzt langsam das Denken an. Schnell halt beim Yoga machen die Hygiene, dass die Hygiene-Level runtergeht. Und krass, ne? Warum sind die wütend? Zuckerschock? Was? Der eine, weil er was Süßes gegessen hat und der andere, weil er müde ist. Da geht's noch, ey. Wenn die zwei dann jugendlich sind, also ein bisschen älter, wenn die ein bisschen was machen können, dann gehen wir mal her und lassen die Lisa mal wieder in ihren Redakteurberuf reinschnuppern. Ich hoffe mal, das klappt danach. Ja, warum gehst du dann auch nicht pieseln, Herr Monkey? Mach da auf der Couch rum, weißt du? Wow, ey. Töpfchenfähigkeit erworben. Oh ja, Maki ist müde. Maki ist doch immer müde. Na, guck mal, der Rot bequemt sich endlich mal ins Bett. Yoga-Haltung Dreieck einnehmen. Alles klar.
Was? Unsere Batterin geht in unsere Badewanne baden? Krass. Hat's jetzt endlich geklappt? Oma hat's Pups gemacht. Okay, jetzt wird die Blase geleert. Alles klar. Alles gut. Chaos verunstalten? Nee, das willst du nicht. Du willst kein Chaos verunstalten. Oh Gott. Ja, wie war es das jetzt? Okay. So, so, Jumba! Was war das jetzt? Geh doch mal baden. Aber. Das ist dein Sohnemann. Hallo. Geht's baden? Hat er jetzt dreimal das Wasser eingelassen? Und wieder abgelassen? Echt jetzt? Wir müssen nochmal. Warte mal, da oben kaputt oder was? Herr Maki, müssen wir schlafen legen. Der knallt uns sonst mit dem Kopf auf die Tischplatte und dann müssen wir ins Krankenhaus fahren. Das geht ihm gar nicht. Nehmen für. Ja, jetzt Moment mal. Warum kann ich da selber nichts essen? Portionen nehmen für. Bonn. So, ich hoffe mal, das klappt. Komm, reicht jetzt mal mit Meditieren. Schuh. Ja, wie schaut's aus? 14 Stunden zur Arbeit. Mal mit dem Schuh noch ein paar Bilder, oder? Man hat die abgenommen, nur fürs Meditieren? Was zu Hause, ey. Thank you.
Oh, da ist jemand wütend. Warum das denn schon wieder? Weil müde. Ja, ich bin müde. Oh, wir müssen Ron wecken. Wer tun jetzt mal einen Ron wecken? Lisa. Lisa tut mal einen Ron wecken, weil der muss nämlich essen und aufs Töpfchen. Aufwecken. Ron mal beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Ganz wichtig, dass der erstmal selber kann. Und dann tun wir Ron futtern. So. Mitten in der Nacht, was gibt man da? Erdnussbutter Gelee Sandwich. Klingt lecker. Ron ist sehr wütend. Okay. Oh, RIP. So. Dann Lisa, zeig mal, wie es geht. Mach's mal vor, ey. Es wäre so cool, wenn man die Butlerin selber auch noch steuern könnte. Dass die zum Beispiel sich das Essen schnappt und das isst, ne? Muss mal runter zum Schuhen. Meisterwerk. Rahmen und ins Inventar. Rahmen, Inventar. Mit denen können wir verkaufen an den Sammler. Boom. Und dann legen wir dich mal hin und schlafen. Du musst gleich arbeiten, Kollege. Tja. Mächeln, mächeln, nein, schlafen. Schuh braucht Videospiele. Okay. Dann erstmal zocken. Zocken mit jedem, der kann und will. Level 2 der Töpfchenfähigkeit erreicht Ron. Ron hat ein Level Up in der Töpfchenfähigkeit. Will Lisa nicht mitspielen? Mitspielen. Lisa, mitspielen. Ja, warte. Lisa, nein. Nein, nicht mitspielen. Lisa müsste hier eigentlich noch Ron füttern. Zack, zack. Und dann vielleicht mitspielen. Oh, no.
Ja, weil kein Platz mehr ist, darfst du, willst du nicht mitspielen. Ja, jetzt bin ich. Dann hat sie Pech. Dann lass mal einen Schuh schlafen. Guck mal, der Monkey tut mit deinen Runden züchtigen. Er sagt ihm, das darf man nicht. Man darf das Essen nicht auf den Boden schmeißen. Ron ist verspielt, warum er das? Weil er mit dem Essen gespielt hat. Okay. Nicht gut. Vobau, Zuma Forb. Beinu Jirbau. Brihe Vilpa. Ben Faheb. Vula Shaka. Abimi. Oh! Ah! Bimka say so. So, comedies. Das mit der Glocke war jetzt aber sehr albern. Steht sie nicht nebendran? Deine Ron ist müde, das soll sich mal hinlegen schlafen. Ja, geh du mal schlafen, Ron. Sehr wütend. Wenn man müde ist, sollte man ins Bett gehen und nicht wütend sein. Haben wir eigentlich noch eine Haushaltshilfe? Weiß ich gerade gar nicht. Hey, haben wir noch? Okay. Wir machen jetzt aber heute nur eine kurze Sendung. Wir werden uns aller Wahrscheinlichkeit nach dann nächste Woche Samstag wiedersehen. Ich habe jetzt vor, also ich kurz eine Pause war, erfahren, dass ich nun mal fix wohin fahren muss. Das bedeutet, dass ich jetzt schon Schicht machen muss. Schade. Ich finde es auch für mich selber schade, weil ich spiele auch Sims liebend gerne. Wir werden uns wirklich nächste Woche dann wiedersehen. Ja.
an die Sims-Getreuen, an die Sims-Community. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns dann wieder. Ich hoffe, ihr werdet auch mit allem anderen, was hier auf dem Kanal Schubik passiert, sehr viel Spaß haben. Und ich sage jetzt tschüss, schönen Abend und schwitzt nicht so viel. Auch ich finde es hier total unerträglich. Okay? Also, tschüss. Ich wünsche euch Spaß.